Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Europa Universalis 4. Wir spielen immer noch das Aztekenreich. Mein Name ist Sascha, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir haben es fast geschafft. Wir haben fast alle anderen Nationen verdrängt, hier aus Mexiko. Aber auch nur fast. Und wir haben einen recht hohen Preis bezahlt, und zwar, ja, ist unser Land voller Rebellen eigentlich. Unsere Stabilität sieht auch nicht mehr so gut aus. Vielleicht ganz gut, um uns erstmal wieder so ein bisschen, ja, um erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Wir haben hier noch eine Kernprovinz, die wir auf jeden Fall erlassen müssen. Und wir haben ja noch ein paar Kolonien am Laufen. Also erstmal ein paar Jahre Ruhe angesagt, auch wenn der Waffenstillstand mit Xalisco hier oben vorbei ist. Xalisco hat auch die Chichimeken als Vasallen hier oben. Aber mit denen können wir uns erstmal nicht befassen. Wir haben maximale militärische Monarchiepunkte. Gucken, ob wir die Technologie... Ja, können wir machen. Wenn es 1500 kosten. Ja, nehmen wir mit. Militärtech bin ich immer dafür. Die beiden anderen, da müssen wir abwarten, bis... Ja, bis wir den Tech-Malus hier los sind. Dass wir ein paar Institutionen gefördert haben. Wichita würde unsere Einheiten leihen wollen. Hier oben. Wir sind im Krieg mit Chickasa, Osage und Illiniveken. Okay. Wie viel werden sie uns denn anbieten? Für unsere 6. Armee. 3 pro Monat. 56 Gold insgesamt. Wäre kein schlechter Deal. Aber wir können das nicht machen, weil wir unseren Herrscher, glaube ich, noch drin haben. Ach ne, er kann das nicht bezahlen. Wie viel könnte er denn bezahlen? Na, nee, nee. Das lassen wir mal lieber. Da haben wir nichts mitgewonnen, wenn wir denen die Einheiten für so billig Gold verkaufen oder ausleihen. Wie läuft unsere Kolonie hier oben? Ganz gut. 290 Siedler momentan. Ich bin am Überlegen, meinen Schwerpunkt umzusetzen auf auf administrativ mache ich jetzt auch, weil militärische Punkte und diplomatische Punkte haben wir langsam wirklich genug. Nur mit den administrativen hängen wir echt hinterher. Könnten wir auch hier nochmal welche anfordern? Dafür bekommen die eine. Ja, dafür bekommen sie ein bisschen Prestige und Legitimität. Jetzt können wir auch die letzte Provinz zu unserer Kernprovinz machen und sind damit unsere komplette Überdehnung dann bald los. Ja, das mit den Staaten wird dann auch nochmal so eine Sache, die in die Admin-Punkte geht.
Dann müssen wir uns überlegen, in welche Richtung wir denn jetzt weiter expandieren möchten. Ich würde ganz gerne wirklich erst den Norden kolonisieren, hier die Küste hoch und dann hier Richtung Süden. Ist kein Anführer drin, okay. Aber ich will ein bisschen den Sack zumachen für Europa hier, also je mehr Küstenprovinzen wir uns hier sichern können, desto weniger kann sich dann Europa sichern. Und falls es zu einem Krieg kommen sollte, also ich schätze mal, wenn wir Krieg haben, dann können wir den nicht gewinnen als Aztekenreich. Europa ist einfach zu weit voraus. Dann können wir ihnen wenigstens ein paar Küstenprovinzen anbieten. Da werden sie bestimmt nicht Nein sagen. Tja, das mit den Rebellen ist so eine Sache hier. Wir haben eine Menge Aufstände, aber so richtig will niemand. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber so hätten wir es aus dem Weg. Hier zum Beispiel. Schlappernick, das war hier. Ja, hier kann ich nicht mal die Autonomie verringern. Weil es noch ein Territorium ist, okay. Machen wir das doch mal zu einem Start. Zwei von drei können wir in Kernprovinzen verwandeln. Aha. Hier müssen wir dann noch warten. Wie viel brauchen wir? 60. Erobert neue Staaten. Mission abgeschlossen. Hier kriegen wir Unterhalt Staaten minus 25. Das ist sehr gut. Und kostenreue Behandlung minus 33. Das ist auch gut mit den ganzen Rebellen, die wir haben. Gutes Omen. Großartig. Stabilität können wir sehr gebrauchen. Und mit dem Stabilitätsanstieg sind wir unsere ganzen Rebellen los. So schnell wird jetzt hier kein Aufstand mehr kommen. Außer vielleicht hier. Animistische Fanatiker, aber ich denke mal, die sind nur noch so lang am Rebellieren, wie wir versuchen, die Provinz zu die Religion der Provinz zu wechseln. Zu konvertieren, so. Jawohl, Konvertierung erfolgreich. Und damit sind die auch gar nicht mehr so sauer. Ja, damit sind sie auch weg. Dann können wir eine neue Provinz konvertieren. Nehmen wir noch mal die hier. Schlägt zwar wieder ein bisschen ins Gold, aber wir müssen versuchen, so viel wie möglich zu konvertieren, während wir noch das Zeitalter der Reformation haben, damit wir diese Mission hier bekommen. Ah, genau. Und hier ist ja auch eine Mission. Besitzt alle Provinzen eurer Kulturgruppe. Da wollte ich mal schauen, was uns da noch fehlt. Das haben wir bei geografisch sicher. Nee. Politisch eigentlich. Ja, Kultur. Und zwar. Kultur, mittelamerikanisch.
Fehlt uns nicht mehr viel, so wie es aussieht. Fehlt uns genauer nur noch zwei Provinzen, glaube ich. Ne, drei. Immer hier die von Kolyma, dann die hier von Tonala und die hier von den Tlaxcalteken. Und dann haben wir, glaube ich, alle unserer Kulturgruppe. Um die von Kolyma können wir uns jetzt direkt kümmern. Wo das wieder so gut aussieht mit den Rebellen, vereinige ich mal meine Truppen hier an der Grenze und dann planen wir mal den nächsten Krieg. Mit Kokom haben wir mittlerweile auch ein riesiges Spionagenetzwerk. Das reicht, um hier Anspruch zu fingieren. Neues Handelsgut. Pelz. Hier fehlt uns ja noch ein bisschen. Ja, mit einem Tick dürfen wir es kriegen. So, haben wir hier überall Anspruch fingiert. Dann schauen wir mal in die Diplomatie. Ist alles gut. Hier oben den kleinen Vasall und hier Kolyma als Vasall. Keine Verbündeten. Oh doch. Hier unten einen Verbündeten. 3, 4, 5, 6. Da kann sich hoffentlich können sich meine Untertanen drum kümmern. Wir haben 12.000 Rekrutenreserve, das ist phänomenal für unsere Verhältnisse. Wir haben hier eine Artillerie, hier können wir auch mal eine rekrutieren. Dann nehmen wir hier noch ein paar Kavalleristen. Dann können wir den Krieg eigentlich starten. Militärtech 8, Militärtech 5, hier oben Militärtech 6. Wir sind, glaube ich, auch auf. Ne, wir sind auf 9. Jetzt haben wir den Vorteil, das ist sehr gut. Schneller. Ansprüche dürften wir hier noch überall haben. Ja. Bis 1560. Oh. Sie verlassen alle die Koalition gegen uns. Scheint, als ob sie sich ein bisschen beruhigt haben. Aber nur ein bisschen. Unsere Untertanen sind, glaube ich, alle loyal, ja. So werden die auf jeden Fall mitkämpfen. Ihr könnt euch hier vereinigen, bitte. Admin-Macht, bitte. Gerne. Kernprovinz. Und ist hier die Unruhe komplett verschwunden. So, und dann können wir den Krieg erklären. Ah, wenn wir Kolyma den Krieg erklären, dann würden die Chichimeka nicht helfen. Hier oben können wir uns später noch kümmern. Ach, jetzt sind sie doch dabei, verdammt. Nun gut. Kommt
letzte Verstärkung? Ich hoffe nicht. Ne, noch direkt gewiped. Dann versuchen wir die anderen hier auch noch zu fangen. Du gehst mal bitte hier runter und kümmerst dich um die. Und du... ja, kannst eigentlich anfangen zu belagern. Einheit frei. Sehr schön. Du sagst mir hier unten Hallo bitte. Gewiped. Aber ich schätze mal, er zieht sich in seine Provinz zurück, also jagen wir ihn mal hinterher. Die Belagerung hier ist durch, das ist schön. Dann machen wir hier ein bisschen Teppichbelagerung. Zack, zack. So, und ihr geht nach hier oben. Hier werden auch noch 3000 gebraucht. Dann gehst du hier rein. Und du hier rein. Ne, Moment, andersrum. So. Hier unten haben wir die Schlacht gewonnen, das ist schön. Verlassen alle die Koalition gegen uns, das ist auch gut. Belagerungen sind fertig. Hier oben wird auch schon belagert. Ja, der Krieg ist vorbei. Sammeln wir unsere Einheiten mal hier, um die restlichen feindlichen Truppen auszulöschen. Nun bleib doch stehen, hat der Manöver? Na, auf dich. Ja, wir haben dann 98% Frieden. Ja, ich warte noch da unten auf die Belagerung. Prozent und jetzt können wir den Frieden verhandeln. So, erstmal möchte ich hier unten den gerne auslöschen. Da haben wir einen Separatfrieden. Verlieren wir nicht so viel individuellen Kriegsstand. Gibst du mir dein ganzes Gold, bitte. Jetzt die Kernprovinzen noch aufgeben. Ja. Haben wir hier unten den ausgelöscht. Und dann verhandeln wir Frieden mit der Allianz hier oben. Jetzt mal so, dann haben wir den Stamm hier auch ausgelöscht. So, das Fort will ich bitte. Und das Fort. Und die Provinz, wo wir noch einen Anspruch haben. Die brauchen wir nicht unbedingt. Die lassen wir eben auch erstmal. Dann nehmen wir dafür noch die.
Ja, machen wir erstmal so den Frieden. Dann behält er zwar das Fort, aber wir haben erstmal alle Provinzen, wo wir einen Anspruch drauf haben. Das kommt uns ja nicht so teuer. Wo wollt ihr hin? So, altbekanntes Spiel, das machen wir wieder zu unserem Kern. Und dann können wir eigentlich wieder einen Spion nach Xalesco schicken. Rebellenaufstände, 1,8 Jahre. Das kann man schon mal ernst nehmen. So, Ziel. Hier unten. Wir haben zum Glück noch eine Armee. Wo wollen die Rebellen hin? Okay. Jetzt hat der Spaß ein Ende. Wir haben den Krieg erklärt bekommen von Portugal und seinen zwei Kolonien. Portugiesisch Brasilien und den Karibien. Ja, da haben wir keine Chance. Da oben ist er anscheinend auch schon. Und bevor wir hier jetzt unsere Rekrutenreserve vernichten, werde ich ihn mal fragen, was er denn haben will. Oder wir schauen mal, was er denn überhaupt haben will. Provinzen will er keine. Will er etwa nur Gold? Kriegsreparation und Niederlage eingestehen. Was wäre, wenn wir ihm Kriegsreparation geben? Und eine Menge Gold. Macht er nicht. Ich weiß nicht, warum er das nicht annehmen würde. Andere Option haben wir nicht. Dann müssen wir wirklich einen Krieg führen anscheinend. Wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Aber okay. Jetzt revoltieren sie hier alle. Das ist ein echt schönes Timing. Verdammt, europäische Krankheit. Und jede Menge Debuff. Europäer. Blockieren auch schon unsere ganzen Häfen. Aber wir haben einen steigenden Kriegsstand. Eroberung von Mexiko. Bin gespannt, wie sie das schaffen wollen. Wir müssen jetzt erstmal um die ganzen scheiß Rebellen hier kümmern.
Vielleicht schaffen wir es sogar mit einem weißen Frieden, wenn sie Mexiko nicht bekommen. Aber ich schätze, sie werden gleich irgendwo landen mit einem, keine Ahnung, 20er-Stack oder sowas. Und da kommt auch schon was. Fünfer. Da ist Artillerie drin. Sehe ich jetzt noch gar nicht. Ja, drei normale Truppen, zwei Pferde und drei Artillerie. Portugal. Militärtech 12. Das ist natürlich hart. Schauen wir mal. Portugal hat eine Moral, die höher ist als unsere. Eine Disziplin, die höher ist als unsere. Und eine Professionalität, die höher ist als unsere. Aber mit 13.000 Truppen dürften wir vielleicht trotzdem eine Chance haben. Gehen wir hier helfen. Mal versuchen. Jawohl, geklappt. Wir haben gewonnen. Sie ziehen sich nach Mixee zurück. Oh ne, nach hier. Und wir haben sie gewiped. Sehr nice. Sind sie noch irgendwo anders gelandet? Nein. Wellen vernichten. Da würden sie zustimmen. 1200 Gold. Aber so billig lassen wir sie nicht davonkommen erstmal. Haben sie jetzt die Karibiens mit 7,8. Da brauchen wir definitiv ein bisschen Hilfe. Von dieser Armee hier. Scheint auch direkt auf uns zuzukommen. Wenn er uns im Dschungel angreift, wäre das auch wieder nur gut für uns. Und hier die Armee kommt als Verstärkung rechtzeitig an, schätze ich. Ne, sucht keinen direkten Kampf. Er will hier oben das Fort einnehmen. Ne, ich glaube, das sollten wir gewinnen. Oh ne, da kommen noch mehr Truppen. Wollen wir es riskieren jetzt schnell mit 25? Ja, komm. Ja, Verstärkung kam nicht mehr rechtzeitig an. Dann können wir uns hier abholen. Nicht gewollt. Jetzt. So, unsere Moral ist im Arsch, wir warten kurz. Da kommen schon die nächsten Truppen. Vielleicht gar nicht so klug, was wir gerade machen. Es geht auch nur auf unsere Rekrutenreserve. Wir sollten eigentlich defensiver spielen. Aber scheiß drauf, ich bin wütend. Die Rebellen hier noch.
Schönes Bedenken. Haben wir gewonnen. Sehr nice. Zieh mal hinterher, auch wenn es riskant ist. Sehr nice. Und nochmal hinterher. Kein Wipe, jetzt wird's teuer. Jetzt haben wir sie. Sehr schön, damit sind wir bei einem Kriegsstand von 17. Im Weißen Frieden würden sie immer noch nicht zustimmen. An der Stelle machen wir aber erstmal eine Pause. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.